Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen hier zurück bei Subnautica. Es geht weiter. Neue Stream-Session, neues Glück, ja, aber einfach keine Ahnung mehr, wo wir eigentlich stehen geblieben waren. Wir haben unsere wunderschöne, formschöne Basis hier und wir haben unsere kleine Seemotte gebaut. Wo ist sie denn eigentlich? Da hinten, unser Seemöttchen. Die müssen wir auch noch, die können wir auch noch benennen, glaube ich. Kann das sein? Seemotte benennen? War das? Kann man die benennen? Früher konnte man die benennen. Ach, das ist ja auch nicht mehr das, was es mal war. Schade. Na, vielleicht später. Vielleicht müssen wir dafür irgendwas erst craften. Huch! Wie ein junger Delfin hüpft der aus dem Wasser. Ist ja fantastisch. Warum so dynamisch heute? So. Also, wir haben aber noch ein bisschen was nachzulesen, sozusagen. Wir haben noch was nachzulesen, und zwar das PDA. Da ist sehr vieles an Informationen. Ich denke, wir werden mal durchswitchen so ein bisschen, was wir so an Infos bereits zusammengetragen haben. Baupläne, Basisinstallationen und dergleichen. Da haben wir den Scannerraum zum Beispiel. Der interessiert mich schon sehr, weil ich ihn überhaupt noch nicht kenne. Dieses fortgeschrittene Basismodul kann einen kleinen Außenposten in eine naturwissenschaftliche Einrichtung und Forschungsstation verwandeln. Ein 3D-Display in der Mitte des Raums speichert örtliche topografische Daten. Das System kann bestimmte Materialien scannen und orten. Ferngesteuerte Drohnen scannen die Umgebung mit einer Reichweite von 500 Metern. Ein wandmontierter Monitor zur Übertragung der Kamerasignale ermöglicht die interaktive Steuerung der Suchdrohnen. Ach was, kannst du nicht, das ist ja cool. Die Erweiterungskonsole kann verwendet werden, um die Funktionen des Raumes zu erweitern. Interessant. Energie Nummer 1, Bioreaktor. Auf dem organisches Material im Überfluss vorhanden ist, aber Sonnenlicht nicht, ist ein zuverlässiger Bioreaktor oft eine effiziente Energiequelle. Kann in jedem Mehrzweckraum einer Basis installiert werden. Okay, ist also für drinnen. Kompostiert auf chemischem Weg organische Materialien und wandelt diese mit der Zeit in Energie rum. Warum kitzelt es mir jetzt an der Nase? Verarbeitet jedes Pflanzenmaterial von Samen und Sporen bis hin zu verfaultem Obst und Gemüse. Okay, da kann man also dann wenigstens das verwursten. Kann auch tierisches Gewebe verarbeiten. Fettmuskeln, Eier und einige organische Abfallprodukte. Die Energieproduktion ist proportional zum Energiegehalt des organischen Materials. Der Bioreaktor, ganz und gar organisch. Fahrzeuge. Seemütchen. Höchstgeschwindigkeit 13 Meter pro Sekunde, Beschleunigung 5 Meter pro Sekunde, Zerstörungstiefe 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Reichweite pro Energiezelle 10 Kilometer. Seemotten können durch die Installation von Erweiterungsmodulen, deren Fach sich auf dem Backbordflügel befindet, modifiziert werden. Diese beinhalten vergrößerter Frachtraum, erhöhte Energieeffizienz, Druck- und Kollisionsausgleich, erweiterter Sonar- und Verteidigungsmöglichkeiten. Aha. Können nur in einem Tauchdock, den müssen wir nämlich auch noch finden. Also da müssen wir ein Dock bauen für die nette Seemotte. So, Codes und Hinweise. Hier wird es doch jetzt spannend. Rettungskapsel 6. Von der Rettungskapsel 6 wurde ein Notsignal empfangen, aber die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. Also irgendwo in diesem roten Biom. Interessant. Besatzung fordert Unterstützung an, um Strahlung auszuweichen. Auf ungefähr 100 Meter gesunken. Geortet an einem dicht mit Rotgras bewachsenen Gebiet in der Nähe von einigen natürlichen Bögen und Felssäulen. Ursprung der Übertragung ungefähr 400 Meter west-nordwestlich der letzten bekannten Position von Rettungskapsel 4. Sind wir 4? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Überlebende der Aurora. Die 3 und die 17. Das haben wir ja soweit schon. Die haben wir ja schon gemacht. Überlebende der Degasi. Altera Such- und Rettungsmission. Degasi Besatzungsverzeichnis. Marguerite Maida. Okay. Zusätzliche Such- und Rettungsmission. Marguerite Maida oder Maida. Position freiberufliches Sicherheitspersonal. Status verschollen im Weltraum in der Nähe des Planeten.
Alter zum Zeitpunkt des Verschwindens 42. Söldnerin, geboren in den mongolischen Staaten, Erfahrungen im Schiff-gegen-Schiff-Kampf und in Nahkampftechniken. Einsätze mit den mongolischen Verteidigungsstreitkräften und der Trans-System-Föderation. Vor 15 Jahren wegen Missionsverweigerung unehrenhaft aus der TSF entlassen. Einzelheiten geheim. Abgesandter Kasar berichtet, dass Maida angeheuert wurde, um Paul Torgal an Bord der Degasi in den unerforschten Weltraum zu begleiten und das Schiff im Falle von Angriffen durch Piraten oder rivalisierenden Unternehmen zu verteidigen. Okay. Interessant. Einheimische Lebensformen, Pflanzen, verwertbares. Ach, du ahnst es nicht. Schlingpflanze. Okay, da brauchen wir jetzt nicht gucken. Geologische Daten. Was haben wir denn hier? Der Umgebungsscan. Wasserplanet der Kategorie 3. Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre, umfangreiche Biodiversität. Kann Raubtiere im Leviathan-Größe beherbergen. Wasser ist hochgradig mit einem unbekannten Bakterium verunreinigt. Okay. Landet es außerhalb des Föderationsraums. Rettung unwahrscheinlich. Eine Erkundung wird nicht empfohlen ohne Schutzkleidung und umfangreiche Ausrüstung. Gut, dann haben wir das jetzt auch soweit durch. Ich bin mit dem Bakterium, das ist... Jetzt haben wir auch wieder Nacht. Erfolgreich, lang genug. Das ist die... Die Seemotte. Macht das Licht aus. Moment. Welcome aboard, Captain. Mal aus hier, das ist ja Stromverschwendung. Wo sehe ich denn eigentlich den Saft? Ah, Saft ist da rechts wahrscheinlich die 100 bei dem... ah ja, okay, dann hat das ja gar nicht... Dann hat das ja gar nicht Strom verbraucht. Gut, ei, wie machen wir das denn jetzt? Was war nochmal Taschenlampe? Wahrscheinlich nicht L. Ach so, nee, Quatsch, ich muss dich ja ausrüsten. So. Gut, jetzt haben wir wieder Hunger, jetzt haben wir wieder Durst. Dann werde ich mir gleich nochmal was grillen, bevor wir losbrechen. Und wir können ja auch nochmal gucken, vielleicht haben wir mittlerweile noch einen weiteren Notruf empfangen. Aber ansonsten würde ich fast sagen, gehen wir mal in das rote Gebiet, welches wir ja, was war, West-Nordwest von Rettungskapsel 4. Jetzt lassen wir mal gucken. 5. Wir sind 5. Hm. Rettungskapsel 4 ist der Bezugspunkt. Aber wo ist Rettungskapsel 4? Wir haben einen Notruf. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease. Send an SOS. You offer to help. They don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime? Nein, ich will antworten. Lass mich antworten, verdammte Kacke. Warum kann ich nur empfangen, aber nicht antworten? Mal sehen, was die Langstreckenscans in der Zwischenzeit auffangen können. Oh Mann, oh, das ist voll deprimierend. Okay. Nummer 5 lebt. Ja, 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 Nummer 5 lebt, in der Tat. Als einziger quasi. Hey, 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 hey. Okay. Also, ich glaube, wenn ich jetzt hier darüber. Moment, hup. Irgendwo hier. Da. Genau. Während der Stream-Ankündigungsfolge wurde ich doch von so netten kleinen Arschlochfischchen angegriffen. Hülse! Warum bist du wieder da? Du warst doch schon weg! Das ist kleines Arschlochfisch. Ist respawned. Moment, machen wir mal diese Karte aus. Okay. Und hier unten war auch noch nettes kleines Arschlochfisch. Hi. Wow. Oh, scheiße. Ah! Ich hing fest kurz. So, ja, saugut. Jo, dann können wir hier kurz ein bisschen einsammeln. Solange noch dunkel ist, können wir ja auch in eine Höhle. Hilft ja nix. Cool gemacht.
Vor allen Dingen. Prost. Ach, nicht schon wieder. Oh, Mann. Ach, diese Kackbiester. Diese einfach nur Kackbiester. So. Aber ich weiß schon, dass ich mich hier irgendwie drin verfranzen werde. Das ist gebucht. Es ist ein eigenartiges Ei gewesen. Ich nehme es einfach mal mit. So, hier war das Kackbiest. Ahnst es nicht. Boah. Mann! Hör auf! Ist eine schöne Höhle, aber es ist nichts drin, ne? Also es ist überhaupt nichts, was ich jetzt irgendwie bewerten könnte. Ein, zwei Kristalle. Bin ich so blind gewesen, vor lauter Panik hier den Ausgang nicht mehr zu finden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir gehen kurz zurück, futtern was, trinken was und dann fahren wir los. Ja. Ich ja schon. Das hat wieder geruckelt im Chat. Boah, ernsthaft? Und Materialien. Achso, hier das Kristall haben wir jetzt gerade. Okay. Ich hätte jetzt kurz nicht geguckt, aber bei mir ist alles grün. Ich hoffe, das bleibt. Wir hatten kurz ein bisschen Ruckelprobleme im Chat. Ansonsten werde ich das gleich mal zwischen den Folgen versuchen zu lösen. Noch scheint bei mir alles okay. Was habe ich denn hier? Kreaturenei. Das sieht echt schräg aus, ne? Das tun wir auch mal unter Sonstiges. Also, da ist ja eh alles drin, kennen wir ja. So. Wir grillen uns mal einen Klubschi. Wir grillen uns zwei. So, essen. Den hauen wir auch noch rein. Wasser trinkt man noch. Für Wasser habe ich aber auch noch hier, oder? Ja, da haben wir noch so ein bisschen was davon. Da holen wir mal frisch nach. So, dann haben wir wieder zweimal Wasser. Wir sind ja fast voll, was das betrifft. Dann haben wir alles dabei und dann könnten wir eigentlich lospaddeln. War nur in der Höhle. Höhle hat's geruckelt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht von den Aufnahmen herrührt. Das kann aber eigentlich nicht. Gut, Seemotte, einsteigen. Haben wir denn... Nö, wir haben keinen Kompass. Fantastisch. Also so mit West, Nordwest und dergleichen, das hilft mir ja auch überhaupt nichts. Gut. Warte mal, Aurora. Bäh. Aurora ist da. Gut. Ich meine. Komm, wir fliegen mal in die Richtung. Wir fliegen. Ja, wir fliegen mal in die Richtung. Energiezellen haben wir ja auch dabei. Futter haben wir. Futter habe ich jetzt nichts dabei. Ah, zurück. Ganz kurz. Das müssen wir schon noch machen. Was zu futtern muss ich mitnehmen. Habe ich jetzt einfach mal voll verpennt. Wenn ich mich... Ach nee, Moment, ich hab das umsortiert. Da habe ich im Offscreen noch einen gebaut hier, Nahrung. Da nehmen wir einfach mal hier. Wir müssen ja uns... Wie soll man sagen? Wir müssen uns ja abwechslungsreich ernähren. Wo waren die Kristalle? Da. Dann nehmen wir noch... Toll, ein Salz. Okay, wir müssen Salz mitbringen von unterwegs. Einmal gepökelt. Nein, gepökelt. Dann nehmen wir doch nur den Klubscher.
Und dann müssen wir den anderen halt wieder zurücklegen. Okay. So. Gepökelt hält das Ganze gekocht. Wäre mir der verdorben, bis ich ihn überhaupt essen könnte. So. Ab dafür. Die Richtung war es, glaube ich, grob. Wir müssen schauen, dass wir tatsächlich es mal irgendwie schaffen, einen Kompass zu bauen. Den gibt es ja auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man dafür ein Blueprint oder sowas suchen muss. Aber mit etwas Glück könnte man den schon bauen. Ich habe jetzt gar nicht nachgesehen. Das Kristall, ist das Salz? Oh. Hopp! Ja. Nicht so gut. Moment, ich versuche den mal wegzulocken. So. Oh, oh. Das tut aber richtig weh, wenn ich gegen den dotze. 75 Leben nur noch, oder was? Alter, ich dachte, ich könnte ihn mal einfach rammen und dadurch... Ich habe mein Reparaturwerkzeug dabei. Das funktioniert doch hoffentlich. Nein, ich... Eine meiner leichtesten Übungen. So, und jetzt brauche ich mein Messer ganz dringend wieder da unten. So. Okay, also Rammen funktioniert in der Tat. Hatte ich dann doch noch richtig in Erinnerung. Okay. Wo ist denn dieser große Kristall, der große Salzblock? Da. Spezialausrüstung erforderlich. Okay, also damit schon mal nicht. Aha, was braucht man da? Wahrscheinlich irgendwelche... Ich muss mir eine Spitzhacke bauen. Was ist denn das? Rattendette. Bioreaktor. Nehmen wir mal ein bisschen Titan mit, solange wir noch Platz haben. Laserschneider hat man jetzt, glaube ich, schon. Ach komm, wir nehmen es mit, solange wir noch Platz haben. Ansonsten ist Titanium das Erste, was ich wieder wegschmeißen könnte. So, lass uns mal hier kurz ein bisschen rum. Also das hier sieht mir irgendwie schon schwer nach dem Gebiet halt aus, wo die Nummer 6 vermisst wird. Vielleicht haben wir Glück und finden die. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, hello. Arschlochfische. Sehr gut. Hier ist echt viel Salz. Nicht verkehrt. So, wo viele Torbögen oder so Steinbögen sind, hieß es ja in der Beschreibung. Muss ich hier erstmal schauen. Oh, Moment. Ach, das ist die 17. Edition 17! Das ist die 17. Ich brauche ganz dringend noch, bei der 17 war ja dieses Riesenfrack, da könnte man nochmal gucken, ich brauche ganz dringend noch die Batterieaufladestation. Vielleicht haben wir hier beim Frack noch immer nicht ganz alles, ich bringe ein neues Notrufsignal, das hilft mir gerade nicht. Vielleicht haben wir beim Frack noch immer nicht alles entdeckt. Muss schauen, dass wir... Schauen, dass ich diese Biester hier loswerde im Zweifel. Also, 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Alles gut. Kriegen wir hin. So, lass mal gucken. Metallschrott, aber hier ist was zum Scannen, ne? Frag mich nur, was? Wird mir angezeigt, dass ich irgendwas scannen kann? Hier vorne. Den Schrott oder was? Ist ja spannend. Wahnsinn, tatsächlich den Schrott. Das ist echt spannend. Es ist Schrott. Aber wir haben jetzt die Gewissheit, dass es Schrott ist. Das ist auch was wert.
Mir die Ruhe, ich lasse die auch. Scannerraumfragment. Haben wir aber auch schon. Tja. Wow. Ich muss mal kurz zurück. Mal Sauerstoff auftanken. Okay, und wieder raus. Ich glaube fast hier habe ich nichts mehr. Ich weiß nur nicht mehr, wo der Eingang war. Oben ging es ja irgendwo rein. Und da war das eine Fragment der Batterieladestation, aber das... Gucken, was haben wir denn hier? Ist das auch was zum... Nee, aber hier? Ah, hier? Schubkanonenfragment. Ah ja, komm. Die haben wir. Nochmal Schubkanone. Das ist bestimmt nicht schlimm. Da kann man hinschwimmen, das tut nur kurz weh. Nochmal Schubkanone. Alles her damit. So, warte mal, ich mache jetzt mal Taschenlämpsche an. Einmal Wasser. Okay. Salz nix. Kann man hier was öffnen? Nee. Schädigtes Kabel, Reparaturwerkzeug benutzen. Krieg ich hin. Und die aufmachen jetzt? Ach, wie geil. Okay. Kurz raus. Sauerstoff holen. 30 Sekunden. Dieses Loch merken wir uns hoffentlich irgendwie. Wer den Eingang nie wiederfinden, wir wissen das jetzt schon. So. Schon. Hallo? Komm da rein! Ist bestimmt ungefährlich. So, da. Hi. Oh! Guckt jemand durch. Nochmal ein Wasser. Ah ja gut, was soll's? Was war das? Keine Ahnung. Laserschneider-Fragment. Das bringt mir jetzt nichts. Ich will jetzt nicht noch tausendmal das ganze Ding scannen. Hau ab hier. Wehe, der backt hier durch. Was ist das? Das sieht doch auch aus, als könnte man irgendwas... Datenkonsole, Daten herunterladen. Aha. Batterie-Ladestation-Fragment. Jawohl. Da, zack. Ganz hektisch. So. Endlich. Nach hinten. Jawohl! Gegenstand nehmen. So. Ach du. Hilfe? Wo ging's denn hier raus? Da. Alter. Wo ging's denn hier raus, Leute? Will mich ja jetzt nicht irgendwie hier panisch bewegen oder so, aber ich weiß nicht mehr, wo es rausging. Oh, scheiße, wo ging es hier raus? Oxygen. Halt die Klappe! Ich weiß, dass das... Hier ging es nicht raus. Hier ging es überhaupt nicht raus. Hier ging es nirgendwo raus. Thank you.
Aber ich habe einen Föhn. Und ich habe... Ich hab doch, oder? Habe ich oder habe ich nicht? Hab doch. Hab ich? Das ist doch hoffentlich bestehen geblieben. Hubkanone. Batterieladestation, wo ist denn die? Ja, kacke. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß beim Abholen der Motte. Das war zum Glück noch nicht weit weg. Die Motte kriegen wir wieder. Ich hoffe, die wird mir nur angezeigt. Jawohl, sie wird angezeigt. Sie ist die 500 Meter. Dann machen wir in der nächsten Folge. Holen wir mit links die Motte zurück. Ach ja, man spawnt und hat Hunger. Das finde ich jetzt voll fies, ne? Gut, also dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke. Fürs Zuschauen. Scheiße. Ich hab echt einfach... Dadurch, dass man sich da drin in diesen Räumen dann auch noch um sich selbst immer wieder dreht. Und ich habe total nicht mehr gewusst, wo oben und unten war. Krasser Scheiß. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.